Jo Leute, somit herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute mit einem brandneuen Produkt der FIFA 365 2021 Cards Collection. Und zwar ist gestern am Dienstag der Blister, den ihr hier seht, erschienen und das Multipack oder die Multipacks. Insgesamt gibt es wieder bei den Blistern und bei den Multipacks 10 verschiedene limitierte Karten. Ist ja seit 2-3 Jahren bei den FIFA 365 und bei den Road to und WM und EM Serien so, dass es immer 10 verschiedene von denen gibt. Und ja, ich werde mich bemühen, viele davon zu öffnen. Aber ich glaube, ich habe es bisher nur zweimal geschafft, alle 10 limitiert aus beiden Produkten zu bekommen. Blister sind da meiner Meinung nach immer einfacher und mir auch lieber, anstatt den Multipacks, wobei man bei den Multipacks halt sieht, welche limitierte Karte drin ist. Hier sieht man halt nicht, welche limitierte Karte drin ist. Das war bei der Euro-Serie 2020 von den Karten auch so. Mittlerweile ist es ja die Preview-Serie, weil die wegen Corona und was weiß ich verschoben wurde. Und hier setzt man auf ein pink-grünes Produkt und vorne drauf stehen 30 Karten. Also insgesamt sind es hier 5 Booster und eine limitierte von 10 verschiedenen drinnen. Jadon Sancho ist auf jeden Fall die interessanteste meiner Meinung nach aus denen hier. Die könnte auch im Wert eventuell steigen, ich weiß es aber nicht. Sonst die Limitierten eher von den Spielern ein bisschen low. Also Lindelöf kann man zum Beispiel ziehen, Ederson weiß ich. Morata könnte ich mir vorstellen. Ja, dann hat man auf jeden Fall hier ein Booster-Design vorne drauf. Das gibt es auch nur in den Blistern und also in allen Produkten bis auf dem Display. Grüne Seite, auf der Rückseite nochmal der FIFA-Siegel-Aufkleber, der Barcode. Dann nochmal hier 30 Karten plus eine limitierte. Die App kann man sich noch runterladen. Oben steht nochmal das gleiche, das Ganze kostet 4,99 €, also man spart sozusagen 1 Cent und kriegt die limitierte noch gratis. Deswegen, ich sag's auch immer, kauft euch sowas. Hier ist die Chance auch meiner Meinung nach höher. Also ich weiß es nicht, aber meiner Meinung nach ist die Chance in allen Produkten höher als in den Displays, vielleicht Golden Border oder so zu bekommen, weil die aus verschiedenen Displays genommen werden, die Booster. Ja, das kann man hier unten einfach ganz einfach aufmachen. Hier ist nur ein kleiner Klebestreifen. Und dann sehen wir, wo ist die limitierte. Das ist das Wichtige, dass ich die euch nicht direkt zeige. Ja, perfekt. Dann kann man das Ding sogar wieder zumachen und theoretisch nochmal benutzen, um was zu verpacken. Aber ich werde es jetzt mir erstmal zur Seite legen und nicht benutzen. Ja. Das ist die limitierte Karte. Ich habe jetzt leider nicht gerade gesehen, welche das ist. Die werden wir uns gleich angucken. Aber erstmal haben wir die 5 Packs. Das sind die Päckchen, die hier beiliegen. Wir haben hier, lass mich kurz schauen, 3 verschiedene Booster-Designs. Aber das wird ab den kommenden Videos nicht mehr so sein, dass ich euch den noch vorstelle. Das wird auch erstmal das letzte Unboxing sein. Das ist halt ein bisschen blöd, dass das jetzt ein bisschen, weil mein Licht hier halt an ist, weil es sonst echt dunkel wäre. Weil es heute ein trüber Tag ist, wo ich es aufnehme. Was wollte ich sagen? Das wird erstmal das letzte Unboxing sein. Das Mappen-Update wird kommen und dann kommen auch wieder Trikot-Bewerten-Videos. So, Odds kennt ihr. Mal gucken, ob wir eine der Rare-Karten ziehen. Meiner Meinung nach sind die Star-Karten ja immer noch die besten. Die International Star und ja, genau die halt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das erste Video, das erste Päckchen an. Hätte ich nicht den Blister oder ein Multipack bekommen, hätte ich mir 7 Booster gekauft und hätte auf der Suche nach Cristiano Ronaldo gemacht. Aber wir haben den Blister bekommen und er hat Vorrang. So, als erstes haben wir Manuel Lanzini. Nee, Lazari, Entschuldigung, Lanzini ist der Argentinier. Dann Julian Brandt. Dann haben wir eine Goldkarte und zwar ist es der FIFA Beach Soccer World Cup. Die Trophy halt, die per Pokal, also vom Strandfußball, Beach Soccer. Und zwar 2019 Portugal dort, der Sieger meisten Wins kommen von oder haben Brasilien und Russland ist der nächste Pokal oder die nächste Ausgabe des Pokals. Das blendet hier. Es tut mir leid, aber wie gesagt, Softboxen kommen bald. Und dann haben wir Kingsley Coman. Der Mann, der Bayern zur Champions League geschossen hat, als Fans-Favorite. Und jetzt sollten wieder noch zwei Base-Karten kommen. Mauro Icardi und Carlos Augusto. Nicht zu verwechseln mit dem Carlos Augusto, der mittlerweile in
Beijing oder halt in China spielt. Nicht verwechseln, Leute. Jetzt. Oh, wir haben drei Powerkarten. Das ist interessant. Wir fangen aber so rum an. Und ihr habt den Gareth Bale schon gesehen. Wir haben hier erstmal Gareth Bale. Dann haben wir Steve Mandanda. Leo Messi. Den hätten wir gefunden. Aber momentan noch kein Ronaldo. Aber darauf geht es ja auch in dem Video auch nicht. Dann haben wir Marquinhos als Fans-Favorite. Dann haben wir eine International Star-Karte. Und das ist eine, die ich noch brauche. Das freut mich. Ich habe schon einige. Und davon gibt es ja von der International Star-Art hier. Von der Unterkategorie 36 Stück. Ich habe einige auch schon gehabt. Thomas Partey zum Beispiel, sein Teamkollege, habe ich schon doppelt. Der freut mich. So. Und den habt ihr vorhin auch schon gesehen. Titan Thilo Kehrer. Somit haben wir. Wir haben Fans sind hier sowieso in jedem Päckchen. Wir haben auf jeden Fall eine Star-Karte, eine Power-Karte, eine Gold-Karte. Also, man kann sich nicht beschweren. Sagen wir es so, jetzt fehlt halt nur noch Rhea. Aber sagen wir es mal so, Leute. Ich werde noch einiges öffnen, alle anderen Produkte. Na klar würde ich mich über eine Rhea. Und wir haben eine Rhea. Hendrik, du bist einfach Prophet, Kappa. Nee, Leute, ich bin kein Prophet. Glaubt mir das. Aber... Ich muss mich gerade so zusammenreißen. Wir haben nur einfach eine Rare auf Anlage gezogen. Erstmal haben wir Wonderkid Cordova. Der fehlt mir noch, das freut mich. Dann haben wir Frankie de Jong, Nicolo Barella, Lisandro Lopez. Mich freut das gerade so. Dann haben wir Club and Country, Alexander Arnold und Jordan Henderson. Ja, beide bei Liverpool, beide in der englischen Nationalmannschaft. Und Boom, da ist er, CR7 oder CR7, der fehlt mir noch und wir hätten ihn auch in diesem Video gefunden oder haben ihn auch in diesem Video gefunden, der fehlt mir noch jetzt, ich habe Oblak, Hummels, Messi, Pogba, Ronaldo, mir fehlt noch die Invincible, weiß ich, Lewandowski müsste mir noch fehlen. Und noch zwei andere. Und sonst habe ich einfach schon alle Top-Master-Karten gezogen. Wieso kaufe ich eigentlich noch Produkte, Kappa? Wenn wir sowieso in jedem Unboxing einziehen. Und theoretisch, Leute, kann man ja in diesem Produkt noch mehr ziehen. Weil die Booster ja aus verschiedenen Displays vielleicht sind. Ja, ich tue die beiden Base-Karten, wenn es zwei sind, wieder nach vorne. Dann haben wir Marco Verratti, Mauro Zarate, Jordan Henderson, Erling Haaland, den habe ich doppelt, den werde ich mir in meine kleine Sammlung für Karten, die vielleicht ein bisschen was mehr wert sind. Das ist ja seine allererste FIFA 365 Karte. Sticker hat er ja bekommen und bei Matchtags hat er letztes Jahr auch ein paar Karten bekommen, bei Matchtags extra. Und dieses Jahr bestimmt auch. Auf jeden Fall nice. Dann haben wir wieder eine Fanskarte, diesmal ist es eine Elite-Karte von Kyle Walker. Und eine umgedrehte Karte, ich glaube es war eine Club and Country. Nee, Time Machine ist es. Toni Groß, den habe ich schon, kann ich gut tauschen. Also interessant, momentan muss ich sagen, letzte Saison war ich ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil nicht so viele Leute auf Sticker Manager waren wie sonst, die zum Tauschen waren, aber momentan gefällt mir das, kriege ich viele Anfragen und ja. Legen wir den CR7 in den neuen Trikot hier hin und dann haben wir noch ein paar weitere Karten. Ich muss kurz gucken, wie das alles hier umgedreht ist. So, dann haben wir Vinicius Junior Wonderkid. Ist auch vielleicht was wert, ich weiß nicht. Dann Chesney, Kutucu, Herrera. Dann haben wir wieder eine Powerkarte. Und zwar diesmal das Power Trio Neres, Promes und Tadic von Ajax. Sind hier eher so die sind hier so die Außenspieler. Promes und Neres können beide links und rechts spielen und Tadic eher so der offensive Mittelfeldspieler. Und jetzt ist nochmal eine Goldkarte und das ist dann wirklich ein gutes, das ist nicht nur gut, das ist ein wunderbares Unboxing. Wir haben zwei der Goldkarten gezogen, die so mit den Rare die seltenste Kategorie sind. Dann haben wir noch zwei der Star-Karten gezogen und eine der Titan-Karten. Also wir hatten wieder alles dabei in dem Unboxing und die sind gerade mal fünf Boostern in einem Blister und die limitierte kommt jetzt. Die sleeve ich mir auch nochmal erstmal ein, bevor wir sie umdrehen, nicht, dass irgendwas damit passiert. Und ich würde sagen, wir drehen sie um und es ist Sergio Ramos! Sergio Ramos Limited Edition von Real Madrid.
Die habe ich ganz vergessen, dass das auch noch eine gute Limited Edition war. Ich hatte mir die nämlich vorher angeguckt und dachte mir, bestimmt ziehen wir wieder einen Verteidiger. Deswegen habe ich mir nur die Verteidiger mit Lindelöf und den Torwart mit Ederson angeguckt. Aber das ist eine limitierte. Selbstverständlich brauche ich die noch. Und Ramos sagt auch zu Ronaldo, komm zurück zu Real Madrid, damit es vielleicht ein bisschen besser läuft. Aber natürlich alles nur Spaß, Leute. Also wir haben aus unserem Blister der FIFA 365 2021 Serie insgesamt einiges an Base-Karten gezogen, wirklich gute Power-Karten, wie man hier auch sieht. Dann den Ronaldo als Topmaster-Rare-Karte und den Sergio Ramos Limited Edition. Nächsten Monat werde ich vielleicht nochmal ein Unboxing-Battle machen, Multiplayer gegen Blister. Ist ja beides das gleiche drin, bloß dass bei dem einen die Booster aufgeklebt sind, beim anderen hier drin. Also, da ist ja eigentlich kein Unterschied, Leute. Aber das ist halt immer so eine Sache, was ich gerne mache, Multiplayer gegen Blister. Und ja, als nächstes am Freitag werdet ihr ein Mappen-Update sehen. Dort werde ich die Karten, die ich hier habe, auch noch einsortieren. Und ja, gefällt euch hoffentlich das Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen nach oben und lasst doch gerne ein Abo da. Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier könnt ihr noch abonnieren, eine Playlist auschecken und ein empfohlenes Video. Haut rein und schreibt mal rein, wie ihr findet, dass ich schon so viele Rare-Karten oder wie viele ihr schon gefunden habt, so rum. Und ja, man sieht sich, haut rein und tschüssikowski.